Experte. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, 19 und 11. Und ja, beruflicher Background ist, ich habe 7 Jahre an der Schule gearbeitet im Bereich der Schulsozialarbeit, habe da Präventionsarbeit gemacht, habe mit Kindern gearbeitet, die aus dem Unterricht raus mussten, wo man wusste, okay, die sind jetzt gerade nicht beschulbar, war dafür verantwortlich, die in den Unterricht wieder zurückzubringen, wieder so ein bisschen positiv stärken. Habe letztes Jahr nochmal eine Ausbildung gemacht, Kinder-, Jugend-, Familienberatung, Erziehungsberatung und habe dann letztes Jahr im November angefangen, in die Selbstständigkeit reinzurutschen, habe diesen Bereich so ein bisschen mit abgedeckt, dass ich beratend tätig bin. Habe jetzt nach 7 Jahren meinen Beruf in der Schule aufgegeben, weil ich gerne durch dieses EPE-Coaching komplett in diese Schiene reinrutschen möchte. Und arbeite jetzt an Schulen mit Präventionsarbeit, mache da Angebote. Ich bin im Kindergarten einen Vormittag die Woche und möchte im Grunde diese Ausbildung dafür nutzen, um den Kindern noch mehr mit auf den Weg geben zu können. Eigentlich habe ich das schon vor langer Zeit immer mal im Internet verfolgt und irgendwie mal mich mal reingeklickt und mal gelesen und gelesen und gelesen. Und irgendwie habe ich mich da immer für Newsletter angemeldet und irgendwie kriegte ich dann auch immer ein und plötzlich hatte ich das Gefühl, jetzt musst du sagen, ja, ich mache mit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich finde, jede Methode macht irgendwas mit einem selber. Ne? Man geht, finde ich, nach jeder Übung, die man hier macht, auch ein Stückchen weit gestärkt auch wieder nach Hause und sagt so, wow, das hat ein bisschen was angetriggert bei mir heute, da ist was passiert. Da passiert im Laufe der ganzen Zeit, wenn man im längeren Zeitraum damit sich da auch Gedanken drüber macht, passiert irgendwas. Für mich selber hat es viel, glaube ich, in dem Bereich gemacht, auch dieses Gefühl von Selbstsicherheit zu bekommen, zu sagen, okay, ich werde sicherer, ich fühle mich nicht mehr so unsicher, ich kann Kompetenz ausstrahlen. Bei meinen Kindern hat es große Wirkung, finde ich, erzielt, wo ich auch merke, es verändert sich im familiären Bereich irgendwie was. Ich reagiere auch ruhiger, ich reagiere gelassener, wenn irgendwas ist. Ne? Wenn man vielleicht vorher gesagt hätte, so, boah, das macht mich jetzt richtig wütend, dann ne? Da ist man total ruhig und gelassen. Ja, ich gebe einfach mal das Beispiel gerne von meiner Tochter, die jetzt einfach die Prüfung hatte, Fachhochschulabschluss, die sich jetzt mal, nachdem wir ein paar Übungen gemacht haben, in Mathe um 2 Zensionen verbessert hat. Gut, sehr gut. Gut drauf, nette Leute, man lernt tolle Leute kennen, es knüpfen sich neue Freundschaften. Er macht es super spannend, bringt es mit einem ganz, 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 ganz viel Humor auch rüber, dass es auch lebendig bleibt, das Ganze. Man nimmt unwahrscheinlich viel von ihm mit, auf die Art und Weise, wie er redet, wie er was präsentiert, diese Lockerheit, die er in den Raum bringt, diesen Spaß auch. Und man merkt bei ihm, dass er dieses ganze System, also dieses System will ich jetzt nicht sagen, aber er lebt das auch, was er uns präsentiert.